getroffen. Willkommen zu meinem Vortrag heute am Vormittag in den neuen Hallen von der TU. Moderne Lichttechnik mit Open Source Raspberry Pi. Mein Name ist Helmut Schmidt und einmal eine kurze Agenda, was ich mir so für die nächste knappe halbe Stunde vorgestellt habe. Also mal, wer bin ich überhaupt und wer ist auch diese komische Ose, wo ich dabei bin? Generell Open Source, warum interessiert mich das Ganze mit freier Software und Hardware? Dann, warum ich zu dem Thema überhaupt gekommen bin, hier mit dieser Lichttechnik, eben Musik, Shows und Videos beim Explosiv Graz. Seit ungefähr eineinhalb Jahren bin ich da dabei, hat mich da sehr interessiert dafür und jetzt möchte ich heute mal diesen Talk machen. Moderne Lichttechnik generell, was ist da der Unterschied zur herkömmlicher Lichttechnik und dann eben mit Raspberry Pi, was haben wir da schon versucht, wo geht es da weiter? Schluss auch im Fazit, Fragen, Feedback gerne. Zu meiner Person selber, also ich kenne die EDV schon relativ lange, eben seit den 90er Jahren, habe studiert Informationsmanagement, kenne deswegen auch schon die Anforderungen, dass Technik alleine ganz nett ist, aber es sollte auch Wirtschaft und Recht irgendwie berücksichtigt werden. Habe bei großen Konzernen mitgearbeitet, eben in Bereichen CRM, Logistik, Office, Automatisierung, eher die seriösen Geschichten, wie man sieht, bin ich momentan gerade dabei, eher in die Unterhaltungsbranche zu wechseln, weil es einfach dann noch interessanter ist und mehr hergibt vom Feedback. Auch lokale Kleinmittelunternehmen interessiere mich natürlich und seit 1.1.2015 bin ich selbstständig, eben auch im Bereich Open Source und bin bei dieser OSEC, der Bundessprecher und auch der Landessprecher der Steiermark. Wer ist die OSEC, ist erkläre ich auch noch kurz. Wir haben nämlich vorhin einen Stand beim Frontdesk gleich daneben. Das ist eben dieses Open Source Expertengruppe von der WKO. Also man glaubt es gar nicht, aber auch die WKO ist interessiert an Open Source. Damit kann man auch Geld verdienen. Nicht an Lizenzen, aber an allem anderen, was rundherum ist, mit eben Beratung, mit Servicierung, mit Workshops, mit allem möglichen halt. Und deswegen haben wir eine Expertengruppe etabliert und da darf ich dort der Sprecher sein und dann auch solche Anlässe wie heute zum Beispiel die Linux-Tage mitsponsern oder auch Barcamps oder andere Sachen, wo Community-Leute zusammenkommen, sich austauschen, Spaß an Technik haben, an Verstehen haben und das Ganze auch weiterentwickeln. Also Ziel ist einfach heute, halt, die Mitglieder vernetzen, um das Ganze voranzutreiben in Österreich und auch hoffentlich dann eben den Öffentlichkeiten mitzuteilen, wäre sehr wichtig. Jetzt zu meinem Punkt im Open Source, freie Software und Hardware. Warum fasziniert mich das? Es gibt ja schon sehr viele Lösungen, die man auch so kaufen kann, die halt leider proprietär sind. Das heißt natürlich, bei den meisten ist der erste Punkt, das ist kostenlos. Ja, das stimmt schon. Also man kann es im Internet, wenn man es findet und richtig versteht, für sich selber einrichten. Tatsache ist halt, die wenigsten Leute sind Techniker, die brauchen dann trotzdem irgendjemanden, der es ihnen erklärt oder serviciert oder einrichtet. Damit kann man dann irgendein Geschäft machen. Quellcode ist meistens auch eben überall verfügbar. Das heißt, das Schöne ist, oder der Plan bei der Hardware. Ich bin also nicht limitiert, wenn ich feststellen sollte, irgendein System gefällt mir nicht. Ich kann dort einfach ansetzen und weitermachen und muss nicht in einem Konzern eine Idee schreiben und hoffen, dass sie das hoffentlich bei der nächsten Version mit etablieren. Dieser Punkt da hier mit diesen Programmen, mit den Daten und den Formaten, ist für mich immer ganz wichtig. Also ich bin ein Fan von Standards, die von möglichst vielen Programmen oder auch Hardware-Sachen eingehalten werden. Weil wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht und das nicht einmal gescheit dokumentiert, dann haben wir alle nicht viel davon, wenn es die Firma auf einmal nicht mehr gibt. Lizenzen kennen eh alle, die da hier sind, die ganzen GNU-Lizenzen, also wo es eher um Richtung geht, Copyleft. Ich gebe jedem sehr viele Rechte dabei. Und was halt viele Leute nicht verstehen, wenn sie ja sonst irgendwas installieren, eben diese Euler, diese End-User-License-Agreements, was da alles akzeptiert wird, gerade momentan mit Cloud-Diensten, was man da eigentlich alles hergibt. Geschäftsmodelle habe ich schon kurz erwähnt, also ich tendiere wie andere Leute in diesem Bereich eher dahin, mein Geld zu machen mit Service, Training und anderen Geschichten. Und der Bass kommt heute ganz gut heraus. Hoch eine Woche weniger, aber der Bass ist super. Und eben auch diese ganze Kompatibilität, also wenn es darum geht, wie verbinde ich Sachen miteinander, Schnittstellen, Treiber, wie lange geht jetzt was, kann ich was dazu geben. Freie Qualität habe ich auch schon gehabt und eben gemeinsame Interessenmitteilungen. Das heißt, im Großen und Ganzen geht es mir einfach darum, Leute für Technik zu begeistern und ich bin deswegen jetzt auch dann in diese Unterhaltungsszene gewechselt beim Explosiv, weil dort ja sehr viel Musik gemacht wird, wo die Leute sich einmal gut unterhalten. Die Frage ist nur eben, verstehen die auch, was da abgeht, bis so eine Show funktioniert. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt eben, da in diesen Musikshows und Videos, also was einmal ganz klar ist, natürlich der Ton macht die Musik, wenn man es einmal so stehen lässt. Es ist die berühmte Frage dahinter natürlich, welche Genre habe ich, welches Publikum habe ich und tendiere ich vielleicht dazu, das nur als Hobby zu machen oder möchte ich auch Geld verdienen damit und vielleicht auch davon leben mal. Jetzt ist es so, beim Explosiv Bahnhofum, das ist eher so im Rock-Metal-Bereich, eher auch im Extrem-Metal-Bereich, Death-Metal und so weiter, wo das Publikum eher limitierter ist. Das heißt, die Zuschaueranzahl ist da eher abzählbar. Das Publikum ist 90% plus männlich.
Und wenn man das erweitern möchte, vielleicht dann eben, dass man es auch publikumstauglicher macht für die Masse oder eben auch für Leute, die auch sagen, ich würde da gerne zu zweit hingehen, dann kann man vielleicht mit Licht einiges machen, weil eben das Licht macht die Stimmung. Also sobald ich dann einmal anfange zu überlegen, die bisherigen Bands sind meistens aufgetreten in schummrigem Licht, viel Nebel, eher gehalten düster, wissen wir alle so nordisch, wir sind die bösen Jungs, obwohl die ganz nett sind. Dann sollte man sich mal überlegen, wenn ich eine Show draus mache, dass Leute auch mich sehen und ich mache dann nicht nur Musik alleine, sondern ich mache eine Unterhaltung draus, ich habe Kostüme an, ich soll irgendwas auf der Bühne aufbauen. Da merke ich auf einmal, das ist nicht nur ein Auftritt, ich generiere etwas. Also ich mache ein ganz anderes Potenzial dahinter, ich habe mehr Publikum. Und was mir in den letzten eineinhalb Jahren aufgefallen ist, dass viele Bands, die dort auftreten, die jetzt noch nicht so die Headliner bei Riesenkonzerten sind, aber schon durchaus Bekanntheit haben, mit einem ganzen Techniker-Trost daherkommen und mit Equipment und wirklich eine Show daraus machen. Und da wirkt man auch vom Publikum, da kommt ganz anders Publikum hin, weil die sagen, gut, die Musik, die ist so, wie sie ist, aber alleine, wie der die Show macht und so weiter, das ist sehenswert. Wenn man das mal verstanden hat, dann kann man jeder Band sagen, auch gerade im Bereich von Multimedia, sozialen Netzwerken, wenn ihr das versteht und auch gute Videos macht davon, eben gut ausgeleuchtet, mit irgendwas, was man auch wiedererkennt, dann hat eine ganz andere Publicity. Das heißt, insofern, Musikshows und Videos sind heute eben eine Inszenierung. Nicht nur die Musik alleine macht das eben, sondern vor allem das Licht. Was interessant ist dabei ist für mich, nach wie vor, wenn Workshops abgehalten werden, und das Explosiv oben ist ja ein Jugendzentrum, das regelmäßig Workshops anbietet für alle Interessierten, also auch für Berufsjugendliche wie mich, dann kann man dann mal versuchen, das Ganze zu verstehen und man ist interessiert, also von der Idee ist es so, viele Leute interessieren sich für Ton, komischerweise wenige für Licht. Also wenn dort noch Workshops ausgeschrieben werden, ist gleich einmal der Tonworkshop ausgebucht. Da kann man dann mit den Bands diskutieren, stundenlang, warum der Ton nicht so klingt wie im Probestudio oder eben im Probekammerl auf der Bühne. Und beim Licht ist meistens so die Ansage von den einfacheren Bands, naja, Hauptsache bunt. Dann sagst du, naja, bunt ist eine gute Definition, ist es jetzt eher düster, eher hell, schnell, langsam, was auch immer halt. Da ist noch viel zum Nachbessern. Das mit den eigenen Technikern habe ich schon erklärt, also eben da mit Equipment ist man dann auch schon sehr viel gemacht. Das heißt, wir haben mittlerweile schon sehr komplexe Systeme. Also wenn man es anschaut, früher so bei einem normalen Auftritt von einer Band, naja, da ist die Band halt dort auf der Bühne gestanden und der Techniker hat halt so ein paar Lampen bedient, einmal heller gemacht, einmal dunkel gemacht und das ist eher mitgelaufen mit dem Sound. Wenn man sich das heute anschaut, was die schon alles an Gerätschaften auf die Bühne bringen oder auf die Bühne bringen wollen, muss man überlegen, geht das überhaupt aufgrund der Dimension, geht es aufgrund der Leistung, das braucht ja alles auch Strom, die Sicherung sollte nicht fliegen während der Show, also kann man das auch austesten, dass es funktioniert. Sind die Stecker alle in Ordnung, haben das alles im Vorhinein abgestimmt miteinander. Also in dem Sinne eben das Mischpult ist eben auch schon ein richtiges Cockpit geworden, wo man sich auch auskennen muss. Schaut wirklich aus, teilweise wie im Flugzeug, wo ich sage, sehr viele Knöpfe, sehr viele Einstellungen und ich operiere da am offenen Patienten. Mit dem kleinen Unterschied, die Show muss funktionieren. Also ich schicke das gleich einmal voraus, da ist eine ganz andere Motivation dahinter. Weil wenn ich in einem Konzern bin, in meinem Büro, naja, wenn der Kunde jetzt nicht zufrieden ist, der ist vielleicht am Telefon oder so, dann kann ich noch in die Warteschleife hängen oder was anderes machen. Wenn ich dort bei der Show ein Problem habe und unten stehen so 300, 400 Leute, prinzipiell gut gelaunt, langhaarig, eher massiv mit Bier in der Hand, dann sind die schon prinzipiell tolerant, aber wenn es dann nicht funktioniert, dann hat das auch seine Grenzen und du bist oben in einer Loge, wo dich jeder sieht. Also du hast eine ganz andere Motivation, dass der Abend gut funktioniert, als wenn du sagst, naja, das macht der Kollege morgen, weil ich mag jetzt nicht und das wird schon funktionieren. Muss man auch mögen. Und natürlich verschiedene Gerätetypen. Das heißt, diese Anforderungen hier, das wird mittlerweile auch schon immer vorab abgeklärt. Also wenn eine Band kommen sollte, dann wäre es natürlich gut, wenn sie vorher schon einmal einen sogenannten Rider schickt. Das ist ein Dokument, wo sie hineinschreiben, was sie denn alles wollen, im Sinne von Ton, von Licht, von Verpflegung, von allem möglichen Kram. Und meistens dann tut der Veranstalter zurückschreiben, das ist zwar alles schön, was ihr da wollt, das ist für eine ganz große Tour, aber wir sind ein kleiner Club, das heißt, das und das können wir euch bieten, geht das. Und da müssen wir das miteinander abstimmen aufeinander. Also die Frage ist eben, was bin ich für eine Band, was habe ich für ein Publikum, die sogenannte Venue, also die Veranstaltungslocation, wie schaut die überhaupt aus, wie kann ich das Ganze anpassen? Eben, die Show muss funktionieren. Wir sind da sehr lösungsorientiert, also eben auch von der Idee her, es bringt nichts, wenn man eh schon zum Mittag anfängt und dann sagt, wir haben die und die Probleme und reiten weiter darauf herum und suchen Entschuldigen, wir brauchen eine Lösung dafür. Und das liegt mir halt auch sehr. Und eben, wer Interesse hat, ich werde nicht explosiv gerade sein Begriff bei euch überhaupt, wo das ist.
Das ist oben beim Bahnhofgürtel, oben, also neben diesem Studentenwohnheim bei der Post ein bisschen weiter. Und da kann man nur sagen, da gibt es gute Konzerte und die machen Workshops und ist halt unter Jugendzentrum gedacht. Erst und immer moderne Lichttechnik, hatte ich schon vorher erwähnt habe. Das heißt, früher einmal gab es ja die berühmten einfachen Lampen, die sogenannten Paarlampen. Also es waren einfach halt nur Lampen, die man halt mit Strom, Dimmerstrom, heller oder dunkler gemacht hat. Man konnte dann vorne noch solche farbigen Folien hineingeben, meistens halt in Blau, in Rot, in Grün gehalten und hat dann halt eine limitierte Anzahl von Effekten gehabt, die man damit machen konnte. Was auch natürlich dazu kommt eben, es war ein ziemlich hoher Stromverbrauch und auch eine entsprechende Wärme auf der Bühne. Und die ganzen Dinger sind ziemlich schwer oder eben heiß. Das heißt, wenn man später was nachkorrigieren möchte, guter Tipp, immer Handschuhe oder irgendwas, weil sonst, wenn man dann einfach nur hingreift, hat man sich schnell die Finger verbrannt. Diese Farbfolien habe ich schon gesagt, manueller Wechsel von Farbe und Position. Ich habe da in Klammer Höhe dazu geschrieben, weil es einfach darum geht, bei Lichttechnik hängen auch viele Sachen oben nahe an der Decke. Das heißt, dass ich da hinaufkomme, da brauche ich eine ziemlich große Leiter dafür und unten einen freien Platz. Deswegen rein von der Logistik her, wenn jetzt eine Band kommt und dann ihr Zeug unten schon aufbaut und ich komme später drauf, da oben ist was zum Ändern, ziemlich schlechte Idee, weil dann komme ich wahrscheinlich nicht mehr dazu. Das hat sich mittlerweile schon zum Glück in dem Sinn verbessert, eben weil wir heute ein sogenanntes intelligentes Licht haben. Also die ganzen Begriffe da, die ich hingeschrieben habe von Mac, Wash, Sans und so weiter, die haben einen riesigen Vorteil, ich kann es einmal adressieren und programmieren. Also ich bin nicht mehr so wie früher angewiesen darauf, dass ich das Ganze von vornherein manuell einrichte, welche Farbe ich haben möchte, wo die Position sein soll, sondern ich kann das nachher auch noch verändern und dem Gerät einfach mitteilen, weil es Motoren hat. Das Ganze läuft auch mittlerweile auf Fixstrom. Noch ein kleiner Tipp, also wenn man bei so einer Bühne zwei Stromleitungen hat, eine für den sogenannten Dimmerstrom für die alten Lampen und einen eben mit dem Fixstrom. Es ist keine gute Idee, neue Lampen auf einen Dimmerstrom anzustecken, weil wenn der schwankt, dann ist das Gerät meistens dann auch kaputt. Und diese Moving Head-Technologie, die kennen vielleicht eh von euch viele, das ist einfach oben, wenn in alle Richtungen das Licht beweglich ist, das kann man eben von hinten steuern und der Lampe mitteilen, was sie tun soll. Was noch dazu kommt, ist eben der LED-Effekt, das heißt, wir haben generell natürlich viel weniger Stromverbrauch, die Dinge sind auch extrem leichter geworden, eben vom Gewicht her, und die Wärme ist auch wesentlich weniger geworden. Das mit der Wärme hat noch einen anderen Nebeneffekt eben, wenn man sich die Gruppen immer anschaut, die wollen ja meistens hinter sich ein sogenanntes Backdrop haben, also diese ganz große Leinwand, wo das Logo von der Band oben ist. Und da muss man sonst auch immer schauen, eben, ob das Ganze auch hitzebeständig ist, weil eben wenn noch alte Lampen sind und jemand kommt daher vom Proberaum mit seinem selbstgemachten Backdrop, also irgendein Leintuch, wo er halt was draufgesprüht hat, ist keine gute Idee, das bei den alten Lampen hinhängen, weil dann hat man gleich eine Flammenshow, die man nicht will. Ich sage das immer noch dazu, wir haben schon alles Mögliche gehabt und sind immer ganz enttäuscht, dass wir das jetzt aufhängen, wo wir sagen, das hat schon einen Hintergrund, warum wir das nicht aufhängen. Und wenn du mal so die Hand in die Nähe hinhältst, damit zu wissen, warum das so ist. Von den Effekten habe ich auch noch ein paar aufgezählt. Also ich hätte heute gerne einige Videos hergezeigt, nur eben aus den rechtlichen Geschichten, nachdem wir heute eine öffentliche Veranstaltung sind, müssten wir sonst AKM-Abgaben zahlen und so weiter. Deswegen verweise ich auch dann eben auf den Sommerworkshop im Explosiv, weil da kann man sich anmelden, das ist dann nicht öffentlich und da dürfen wir dann alles herzeigen. Also heute ist eben aus dem Grunde eher der Appetizer für den Sommerworkshop. Ja, muss ich leider einhalten, weil es auch gestreamt wird, deshalb kann ich nur so mit Text euch das Ganze in Bildern von mir halt wiedergeben. Das heißt, diese Effekte, die hier sind, diese sogenannten Gobos, das sind einfach dann solche Plättchen, die bei diesen Lampen vorgeschalten werden. Und wenn man mal geschaut hat, in den diversen Shows, die man im Fernsehen gesehen hat, also diese Lichtstrahlen dann, die in diesen Haze, in diesen feinen Nebel entstehen, das ist einfach deshalb, weil verschiedene Formen vor das Licht geschalten werden und dann hat das Licht eine ganz andere Brechung in dem Sinn und eine andere Ausbreitung. Natürlich auch die Farben, also sämtliche von diesen neuen Geräten haben eigene Farbräder dabei oder können auch die LED schon farbig darstellen, klarerweise. Positionen, Zoom, alles, was man sich vorstellen kann, kann man hier natürlich machen. Wieder der Hintergrund, das sind alles natürlich ein Konglomerat aus ganz verschiedenen Geräten. Das Mischpult ist einmal ein Gerät, dann habe ich verschiedene andere Hersteller noch von Lampen dran hängen. Ich habe einen Haser dran hängen, ich muss immer schauen, wie rede ich mit den ganzen Dingen da hier. Das heißt, mein Mischpult ist quasi hier mein Cockpit, wo ich eben diese ganzen Regler habe. Ich habe diese Feder, die ich hinauf und hinunter ziehen kann. Und ich kann natürlich dann auch mit dem Touchscreen dem Gerät erklären, was es tun soll. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Feder hinauf und hinunter ziehe, soll es das Licht heller oder dunkler werden, soll sich die Position verändern, kann ich auf diese Sachen Mehrfachbelegungen hinaufgeben, das sind die Möglichkeiten quasi unendlich. Man muss sich halt mit dem Pult relativ gut auskennen und man sollte halt auch eine Ahnung haben von Netzwerk und von diesem Patchplan.
Also generell, was ich halt gemerkt habe bisher, Leute, die sich auskennen, die kommen schon mit ihren eigenen Sachen hin, wollen nur mal technisch wissen, wo hängt irgendwas und das alles sich selber dann einprogrammieren. Also was da steht von eben DMX, Linien, Kanäle und so weiter, sind alles Begriffe, die dann eben im Sommerworkshop auch noch besser erklärt werden. Jetzt kommt nochmal die Frage dann eben, Lichttechnik Raspberry Pi, warum haben wir uns das überhaupt überlegt im Explosiv? Naja, es ist so, Lichtpulte generell sind relativ teuer. Also wenn man sich so ein Lichtpult einmal zulegen möchte im Profibereich, ist man schnell einige tausend Euro los, hat aber dann noch keine Einschulung, sondern dann mal ein gutes Lichtpult. Und was halt leicht auch noch dazu kommt immer, es ist proprietär. Das heißt, dieses berühmte Wort, man hat jetzt keine offene Dokumentation, wie da was funktioniert, gespeichert wird. Man bekommt zwar schon Anleitungen, wie man es bedient, aber die Erweiterung ist einmal jetzt nur für den Normalen eher schwierig. Das heißt, es gibt so Industriestandards, wie wir halt haben, ja, beim Explosivum, das ist die HOC 4, gibt auch M2 und andere Hersteller, die das machen, aber eben relativ aufwendig und teuer. Dann eben die Beschränkungen dabei, das heißt, diese Dinge funktionieren ja auch nur, wenn sie, wenn es auch am PC gehen würden, einen Dongle haben, also eine Hardware-Vorrichtung, damit das nicht jeder quasi sich kopieren könnte und verwenden könnte. Die Daten, die Formate, wenn das jemand bei sich abspeichert, seine eigene Show macht, die Frage wieder, auch wenn es baugleich ausschaut, das andere Gerät, hat es die richtige Hardware-Version, ob es dort richtig hineingeladen wird. Also ich kann nicht davon ausgehen, wenn ich da hier so ein Pult habe, dass ich bei einer anderen Location, beim gleichen Pult, aber mit einer anderen Hardware-Version, das einfach so hineinladen kann, dass es funktioniert. Dann wieder im Format der Version habe ich eh hingeschrieben. Also die große Frage wurde hier, Kompatibilität von den Geräten. Wie erkläre ich einem Pult, wie es mit dem Gerät reden soll, mit dem Licht? Das heißt, ich brauche halt einmal eine Dokumentation. Da kann ich auch nur jeden raten, wenn er sich irgendwas zulegt, da hier, was irgendwie programmierbar ist, darauf zu achten, dass auch hier eine Dokumentation vorhanden ist. Weil irgendwelche Schnäppchen, die nicht gescheit dokumentiert sind, ist dann irrsinnig blöd, wenn man das am Pult beibringen möchte, wie es mit diesem Ding reden soll und keine Ahnung hat, wie erkläre ich ihm jetzt, wie das geht. Also dieses sogenannte Fixture da hier, das ist eine Datei, die dem Pult erklärt, wie es eben diese Lampe anspricht, damit sie sich dreht, Farben wiedergibt. Und oft haben wir schon festgestellt, bei irgendwelchen exotischen Dingen, die hängt man dran, gibt das ein, was eigentlich sein sollte, aber es reagiert ganz anders. Und dann kann man eigentlich nochmal ausprobieren oder eben diverse Hilfeforen durchstöbern, wie das dann richtig funktionieren sollte. Technikertypen, das habe ich auch noch so hingeschrieben, weil ich jetzt in diesen eineinhalb Jahren, wo ich dort auch schon Shows mitbetreuen darf, verschiedene Technikertypen kennengelernt habe. Also der erste ist einmal der Vollexperte, der das natürlich schon seit zig Jahren oder Jahrzehnten macht. Wenn du dort als Haustechniker vor Ort bist, dann tut er dich am besten gleich hinaus komplimentieren, sagt, schön, dass du da bist, ich melde mich, wenn ich was brauche. Ich will nur wissen, wo der Strom ist, wo die Anschlüsse sind, lass mich in Frieden. Und zwei Stunden später hat er alles gemacht und du sagst nur mal, wo darf ich die Vorband leuchten. Weil es auch so eine Sache, also die meisten Gruppen, die werden nur für die Hauptband bezahlt. Die Vorbands lasse dann dir auf deinem Pult, da kannst du machen, was du willst. Und du kannst ihm danach einfach nur die Kabel hinunterlegen und er steckt es bei sich an, das geht alles. Dann gibt es nachher noch den Typen eben mit Pult und Patchplan, das sind die, die jetzt nicht viel mitschleppen wollen, weil eben so ein Pult ist doch dann ungefähr so Tischgröße, also nicht so klein. Wenn man sich mal anschaut, was die ganzen Bands schon mitschleppen an Equipment, das ist eh schon ziemlich viel. Das heißt, insofern können auch solche Leute sagen, ich nehme das Pult vor Ort, ich kenne mich da aus. Genau das gleiche Prozedere, der will nur diesen Plan haben, wo was hängt, der schaut sich das Pult an, hat auch in ein, zwei Stunden seine Sachen fertig, will dich auch nicht dabei haben. Und dann gibt es noch die sogenannten User, das heißt, da steht so bei der Band offiziell drinnen, die haben den eigenen Lichttechniker mit Anführungszeichen. Das ist aber eher so auf dem Niveau, ich trinke während der Show Bier, habe ein paar Effekte im Kopf und hätte gerne, dass das Pult das macht. Hatte ich vorige Woche so einen Fall. Das ist dann ganz interessant, weil dann stellst du dich hin und der will jetzt von dir haben, dass du ihn am Nachmittag am besten eine ganze Show programmierst, wo du sagst, naja, als Haustechniker kann ich dir zwar sagen, wo das Pult ist und wie das generell funktioniert, aber das ist eigentlich dein Job, weil die Band zahlt dich dafür, dass du auch eine Show denen ablieferst und nicht, dass du nur am Abend Bier trinkst und dann halt irgendwo drauf drückst, was jemand anderer vorprogrammiert hat. Da musst du eigentlich schauen, du bist ein User, du bist kein Techniker für mich. Muss man auch verstehen. Aber wie gesagt, das ist die Bandbreite ist sehr breit und wenn jemand reinschaut in den Rider, er erwartet sich jemand, der sich voll und ganz mit dem Pult auskennt, dann kann man schon zwischen den Zeilen lesen, ah, der hat wahrscheinlich eher weniger Ahnung oder möchte es einfach machen. Gut, deswegen macht die Alternative bei uns jetzt mit den Erweiterungen mit Open Source, wo es umgegangen ist, eben im Dezember vorigen Jahres war die Idee mal, wir können so einen Workshop machen von Interessierten im Explosiv intern einmal, wie man denn das ausprobieren könnte, weil es ja mittlerweile gerade mit diesem Minicomputer, mit der Raspberry Pi vor allem, gute Erweiterungsmöglichkeiten gibt und auch mit diesem Orange Pi.
wo es da verschiedenste Projekte gibt von dem X512, RDM, Media Artnetz und wie das alles heißt. Der Kollege hier, der Tobias, also der war auch dabei und der ist eigentlich der Vollexperte, der baut gerade sein eigenes Mischpult auf, also im Sommer-Workshop hoffe ich oder im Herbst, wenn er wieder Zeit hat. Der hat schon einige Sachen ausprobiert und wenn man es mal so anschaut, eben da unten ist der normale Raspberry, den man sich vorstellen kann. Da oben sind dann die Anschlüsse eben, wo man mit den Kabeln sämtliche Geräte ansteckt. Und dann ist halt die Herausforderung gewesen einmal, wie kann ich jetzt hier ein Image hinaufgeben auf den Raspberry, dass der eben über diese Kabel, die ich hier anstecke, mit den anderen Geräten auch richtig reden kann. Was gibt es da schon für fertige Bibliotheken, die ich verwende? Wie richte ich das Ganze ein? Wie gesagt, also im Sommer haben wir dann auch Videos, wo wir das gut zeigen können. Das geht hier jetzt leider nicht. Und es gibt auch schon eine Erweiterung dann eben für den sogenannten Orange Pi. Der hat dann schon wesentlich mehr Anschlüsse, wie man sieht. Also es ist natürlich auch eine Frage, wie gut der Rechner beieinander ist. Bei einem kleinen Raspberry werde ich nur diese zwei Anschlüsse haben, bei einem entsprechenden Orange-Pi habe ich schon mehr Leistung, da kann ich mehr Anschlüsse belegen damit und auch hinausspinnen. Das Ganze geht dann auch noch mit automatischen Federn, also man kann sich wirklich sein eigenes Mischpult aufbauen, wenn man möchte. Oder was ich schon mittlerweile feststelle, eben auf der Bühne so, wenn man sich sowas vorstellt wie da hier, der sogenannte Floor-Bereich, der ebene Bereich vorne, der wird schon sehr oft von den Bands selber bespielt. Das heißt, die haben dann unten eine autonome Lichtanlage, die sie entweder selber steuern, entweder die Band, die auf der Bühne ist, mit diversen Tastern, wo sie drauftreten, wo dann Nebel rauskommt oder irgendwelche anderen Effekte passieren. Das heißt, der Lichttechniker hinten macht nicht mehr die ganze Show, das kann man auch dann teilen. Und das ist immer auch die Idee dahinter, naja, was kann man machen, wenn eben dann Bands eigene Ideen haben, die sie steuern wollen, wo ich hinten jetzt nicht auf irgendein Zeichen warten möchte, sondern die bedienen das, kann man das auch zusammenbauen mit dem Ganzen. Da sind wir gerade dabei. Und deswegen eben, was da unten so schön ist mit diesen RTFM, also Read the Fucking Manuals, das bleibt uns leider nicht erspart, wenn man sich in diesen Sachen auskennen möchte. Es ist halt nach wie vor so, man findet viele Sachen, Tutorials auch im Internet, aber das eigene Ausprobieren ist halt notwendig. Und deswegen kann ich nur jedem gleich empfehlen, der aufgrund dieser Schilderungen jetzt einmal Interesse hat und im Sommer sich denkt, ich habe da eh noch nicht wirklich ein Programm, bin vielleicht in Graz. Es gibt schon die ersten Workshop-Termine, so jetzt einmal hier kurz zusammengefasst, eben Basis-Workshops eben für Ton und für Licht im Sommer. Und da wird auch dieser Aufbau-Workshop sein, dann eben, wo man diese Raspberry-Sachen sich noch genau anschaut. Das heißt, der Hintergrund bei mir ist auch der mit diesem Verstehen statt nur Verwenden, das ist irgendwie cool. Also wenn ich nur als Zuschauer bei einer Show bin, bin ich mittlerweile schon fadisiert nicht. Also ich schaue mir gerne Effekte an, nur mich juckt dann selber in den Fingern irgendwas zu machen. Und wenn ich dann feststelle, da ist eh viel Möglichkeit nach oben offen. Ich kann für diese 1,5 Stunden, wo die Band auftritt, quasi Gott spielen. Ich kann das Publikum zum Beben bringen, wenn ich halt gewisse Sachen verstärke, die der Frontman haben möchte. Wenn ich es vorher auch abgesprochen habe, das ist irgendwie ein cooles Gefühl. Also ich habe das vorher noch nie gehabt. Und deswegen auch die Idee dahinter, das einmal hier publik zu machen, weil in meiner Ausbildung habe ich das nie bekommen, dass es sowas gibt. Also es hat mir keiner erklärt, oder eigentlich wäre auch im Bereich Computer und Technik und Netzwerken und das Ganze etwas in der Unterhaltungsbranche möglich. Und wenn du dich hier für Musik auch noch interessierst und sogar für diese Musikrichtung, naja, dann wäre es halt ganz gut, wenn du das machst. Bin erst später drauf gekommen, andere hoffentlich früher, und es soll mal so ein Appetizer sein heute, damit das Ganze noch in Schwung kommt. Mehr Infos, wie gesagt, eben auf explosiv.at. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Sommer bei den Workshops, eben bei den Basisgeschichten. Ich sage auch gleich dazu, nicht abschrecken lassen, weil die dauern meistens einmal 3 Tage, wo man durch alles durchgeschliffen wird, also von Kabel bauen bis Sicherungen, bis irgendwas ausrechnen, Patchpläne machen. Das gehört einfach dazu. Es geht einmal darum, wenn es einem Spaß macht, bitte dabei bleiben und nicht abschrecken lassen. Ja, das wäre mal so eine ganz kurze Einführung in das, was wir gerade eben dort ausprobieren. Wenn es von eurer Seite Fragen gibt, bin ich gerne jetzt offen. Alle so fasziniert oder noch so verschlafen in der Früh? Oder? Wenn man sieht, ist noch besser, nur wie gesagt, leider, ich kann hier aus diesen rechtlichen Gründen keine Videos herzeigen, wo eben Bands sind, weil da Musik und so weiter dabei ist. Ich kann nur bitte einladen, eben das dann dort hinzukommen, weil dort ist dann eben mit Anmeldung nicht eine öffentliche Veranstaltung, sondern eine geschlossene Veranstaltung, da darf man das dann. Und die haben ja als Jugendclub auch diverse Abgaben schon pauschal gezahlt, ist auch ein Vorteil, also eben wenn man solche Sachen macht. Ich muss ja immer im musikrechtlichen Bereich überlegen, mache ich das irgendwo, wo es eben theoretisch keine Musik gibt, oder mache ich das irgendwo, wo eh schon generelle Abkommen bestehen mit Musikabgaben, dadurch bin ich mir leichter damit einfach. Entschuldigung.
Nein. Für den Sommerworkshop im Explosiv, wie ist da so grundsätzlich der Ablauf? Wie ist das geplant? Also ich schätze mal, dass das, ich habe gehört, dass 3 Tage, das heißt, es wird ein bisschen mehr sein als dieser Vortrag jetzt. Was kommt da alles vor? Es ist sehr viel mehr. Also ich habe selber vor ungefähr 1,5 Jahren beide Workshops besucht, also eben den Ton- und den Lichttechnik-Workshop, weil ich eben gar keine Ahnung hatte, was da vor sich geht. Und generell ist so, man soll sich wirklich die Zeit nehmen, weil da wird mal herumgeführt, ebenso wie heute kurz abgerissen, einmal wird genauer erklärt, wie schaut es überhaupt aus mit der Organisation, wie schaut die Location dort aus, was bieten die alles an Tonequipment, an Lichtequipment, was sollte man beachten, wenn man da schon selber Richtung Show plant, einerseits als Band, also als Aufführender, andererseits als Betreuer, und bis man die ganzen Themen durch hat, weil es ist wirklich am Anfang sehr viel Information auf einmal, deswegen sind wir meistens so 3 Tage anberaumt. Ich kann auch gleich beruhigen, in diesen 3 Tagen wird man das alles noch nicht verstehen. Also nicht enttäuscht sein nachher, wenn ich sage, es hat mich interessiert, aber ich habe jetzt das noch nicht ganz verstanden und das. Das braucht sowieso. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man mal eben dann bei einer Gruppe sich entschieden hat, also meistens sollte die Leute sagen dann, ich schaue mir beide Bereiche an. Der Großteil tendiert Richtung Ton, ein kleinerer Teil Richtung Licht. Dann kann man sich auch mal als Praktikant melden dort und sagen, du, ich würde mal ganz gerne einfach dabei sein, wenn so eine Show passiert und auch nicht nur bei der Show selber, sondern eben in der Vorbereitung. Weil das Schöne ist, muss ich auch dazu sagen, man hat die einzigartige Möglichkeit, einmal Backstage zu schauen, was passiert eigentlich, bevor die Show stattfindet. Alleine schon, wann die Bands eben anreisen mit den riesen Tourbussen, wann die ganzen Techniker da sind, das ist alles sehr multikulturell. Englisch ist die gemeinsame einfache Sprache, also wirklich Verständigung ist ganz wichtig, vor allem, dass sie wirklich funktioniert. Und man ist ja auch bei den Soundchecks dabei. Da darf man natürlich keine Videos machen oder Fotos, ist klar. Aber ich sehe mal, wie die ganzen bösen Jungs zum Beispiel in Natura ausschauen. Ist ganz lustig nachher dann, weil wenn die am Abend auf die Bühne kommen, wie der leibhaftige Tod oder gerade aus der Hölle entstiegen, und du hast sie vorher beim Soundcheck am Nachmittag gesehen, wo er eher ungeschminkt war, zwar hineingegrölt hat, als ob er sich gleich anspeift, aber danach erfolgt mit einer eher höheren Stimme, war das super, dann sagst du, aha, das ist schon ein anderes Feeling für den Abend. Das kann ich immer nur sagen, das ist das Gusto-Stückel, das kann man keinem in dem Sinn, der es nicht mitarbeitet, geben, weil natürlich nur Personal, das dabei ist, auch hinter die Bühne darf. Das hat also einen Grund dahinter. Und umgekehrt, wenn man vielleicht eh im Musikbereich interessiert ist und auch gerne Kontakt zu Bands hat, auch zu lokalen Bands, man kann ja auch mit denen viel machen, weil die haben selber meistens nicht viele Ideen, das heißt, man hat viel Spielraum. Wenn ich dann zu denen sage, wir haben jetzt auch dort schon 2 Videos gedreht, ein Kollege von mir macht eben auch Pyrotechnik, dann haben wir gesagt, naja, generell im Explosiv, wir dürfen bei einer normalen Show keine Pyrotechnik einsetzen, weil wir halt gesetzlich dafür keine Zulassung haben. Aber bei einem Videodreh zum Beispiel, da hat man ja geschultes Personal, da kann ich ja denen sagen, wie das funktioniert und wo die Abstände einzuhalten sind, da kann ich sehr wohl Pyrotechnik machen. Und da haben wir jetzt auch schon dann eben 2 Videos hineingestellt und eben, wo dann auch diese ganzen Flamejets sind oder oben sogar Sachen explodieren und so weiter. Jetzt sind natürlich nicht ganz Rammstein, aber schon in der Richtung. Und in einem kleinen Maßstab, und das Schöne ist halt dabei dort, das kann man ja auch wieder programmieren. Also die ganzen Flamejets, wo ich dann halt auch einstelle, zu welchem Teil der Musik soll es wie gestartet werden, wie groß wird das Ganze, welche Farbe soll das haben. Also da kann man schon ganz andere Sachen machen damit. Und man hat schon Referenzen. Und deswegen sage ich, also ich habe das jetzt kennengelernt vor 1,5 Jahren und bin voll ganz dabei und sage, also das andere von Konzernen kenne ich schon, das Normale. Und wenn die einzige Erfolgsmeldung vom Tag war, nach dem Motto fehlerfrei kompiliert und kein Notruf, dann ist es zwar sehr schön auf dem Konto, aber irgendwie der Spaßfaktor ist halt limitiert. Und man kann natürlich auch so machen, dass man mit Bands, was ich auch schon vorgesagt habe, wenn die sich auf Tournee gehen, also wenn die Band schon bekannter ist und dann sagt, naja, sie möchten einmal 2, 3 Wochen durch ganz Europa auf Tournee gehen, meistens halt die kleineren Clubs, das hat einfach den Grund, man findet in jeder Stadt schnell einmal einen Club, der so ungefähr 300, 400, 500 Leute hat, der ist auch finanzierbar. Diese großen Festivals sind zwar auch nett, nur bis man dort einmal hineinkommt und davon leben das Ganze ist auch relativ schwierig. Deswegen die meisten Bands sagen mittlerweile schon, sie machen lieber jährlich eine 2-3-wöchige Tour durch ganz Europa, tun dann auch sämtliche Clubs tigern und machen dann ihre Show angepasst drauf. Und wenn man dann entweder bei Ton oder bei Licht eben dabei ist, kann man da mitfahren und lernt halt auch jeden Tag komplett neue Locations kennen und sagt, naja, wenn ich mich auskenne, schau mir das Ding an, kannst du mir in 2-3 Stunden herrichten auf meinem Pult und dann passt. Also ich selber würde mir dann wirklich mein eigenes Pult mitnehmen. Ich hoffe, interessiert. Sonst noch Fragen? Ja.
Ich habe eine Frage zu der Hardware, die Sie da am Tisch liegen haben. Das ist der Raspberry Pi und DMX-Leitungen oder und das Programm. Und ihr steuert das mit einem Mischpult. Oder ob es das selbst gebaut, das Mischpult, mit dem sich das steuert, oder läuft am Raspberry das Programm, damit das dann draußen richtig leuchtet, während da die Cues drauf programmiert, oder wie geht das? Also generell ist es so, wir haben einmal diesen Testpiloten gehabt, eben im Dezember, da ging es einmal darum, ein Image auf den Raspberry hinaufzubringen, dass er mit dieser Erweiterung klarkommt, weil die könnte man theoretisch auch selber bauen, es geht auch im Internet eben um vergleichsweise wenig Geld schon, Leute, die machen das fix und fertig. Das heißt, wenn jemand gerne lötet, kann es auch selber machen, aber das kann man sich dazu bauen. Dann habe ich einmal hier diesen Verbindungsstecker auf die GPIO, gebe den hinauf und muss dann halt mit dem passenden Image dem einmal erklären, wie es mit dem redet, damit einmal der Raspberry an sich mit dem Ding funktioniert. Und dann kommt die nächste Stufe halt, damit ich mal weiß, was hänge ich dran. Also wenn ich jetzt die ganzen Kabel da habe und sage, ich möchte jetzt gerne mal diesen Moving Head, diesen Mac, diese Wash, was auch immer ausprobieren, habe ich schon eine Bibliothek dafür, ja oder nein? Wenn es eine Bibliothek gibt in dieser Version von dem Image, was ich mir raufgezogen habe, dann geht das meistens eh schon ganz gut. Wenn es irgendwas Exotischeres ist, muss ich halt, wie gesagt, dieses Fixture-Feld selber anlegen und sagen, na gut, wie kommen da die Farben rüber, die Bewegungen rüber, das ganze andere halt. Und es gibt natürlich die Möglichkeit auch, das Ganze mit dem Computer auch in dem Sinn fernzuwarten, also die Verbindung dazu auch zu haben. Und da sind wir gerade beim Austesten eben, welche Zusammenspiele da gut funktionieren. Weil halt auch bei uns die Erfahrung ist, wenn während der Show mal das große Mischpult abschmiert, haben wir auch schon gehabt, das heißt, irgendwo mal kommt eine Kollision. Man muss ja überlegen, also diese Mischpulte sind jetzt nicht eigene, komplett programmierte Rechner, das sind meistens dann auch Windows-Rechner, die halt mit einem Touchscreen ausgestattet sind und wo man halt das Windows-Logo nicht sieht, aber die dann gleich mit der Oberfläche starten von dem, also von dem Anbieter halt. Die haben genauso Instabilitäten und wenn man da zum Beispiel dann eben zwei Abläufe gegeneinander programmiert und einmal den Effekt hat, die blockieren sich auf einmal gegenseitig, dann muss man dieses große Pult neu starten. Das Problem ist dahinter, wenn das mitten während der Show ist, was wir schon gehabt haben, dann ist es einmal finster inzwischen. Und deshalb war schon die Idee, naja, kann man sich da was überlegen für den Notfall, wo man dann zum Beispiel so einen kleinen Ersatz hat und sagt, man legt dann quasi nur den Kabelschalter um und sagt, okay, bis das große Pult wieder da ist, kann ich hier zum Beispiel eine Notlösung mal laufen lassen, damit es einigermaßen normal ausschaut. Weil bevor es ganz finster ist und ich nur mit dem Saallicht an-auf-Effekte probiere, das ist halt nicht so. Aber ich muss sagen, die eine Band damals, die das betroffen hat, die dann im finstern Tapfer weitergespielt hat, hat nur nach ein paar Minuten gemeint, ob es das Ganze wieder mal heller wird, weil sie haben langsam Angst im Finstern. Und das Publikum weiß ja zum Glück nie, ob das Teil der Show ist, weil das Publikum ist ja dort und denkt sich, wow, cool Effekt, langes Blackout, ich spiele sogar weiter. Also da muss wirklich souverän sein und eben das war, da war ich nämlich zufälligerweise auch anwesend und habe mir nur gedacht, siehst, da muss wirklich cool bleiben und sagen, das ist es einfach so, weil nur der, der oben ist, kann das beheben. Da hast du keine Zeit zum Hotline anrufen, telefonieren, sonst irgendwas. Da musst du eine Idee haben. Und wenn das Pult netterweise wieder startet, dann passt das. Aber es wäre halt noch besser, wenn du irgendwas anderes machen kannst, damit es halt nicht so auffällt. Und das ist schon mal eine einfache Variante. Oder was halt bei mir auch ist, eben ein Kollege, der so diese Fire-Shows macht, also auch mit dem also Flammenstange und Feuerspeien und alles Mögliche, der hätte auch gerne Licht dabei, ist aber jetzt nicht so der Lichtprofi. Dabei ist auch die Frage, na, wenn der halt ein paar einfache Lampen hat, die zumindest auch verschiedene Farben wiedergeben können und Muster, und man kann ihm das Gerät hingeben in einem schönen Case und sagen, du, das gibst du einfach hin und kannst auch mit Fußtaster wie auch immer halt bedienen, dann ist er auch schon sehr froh, wenn er nicht immer dann irgendeinen Laptop dabei braucht, wo er sagt, naja, ob das wieder geht oder nicht, weiß nicht. So sind die Ideen bei uns derzeit. Also wie gesagt, wenn er im Sommer Zeit hat und Ideen hat, gerne, weil da ist das Feld sehr breit und ja, uns macht es auf jeden Fall Spaß. Sonst noch Fragen oder Ideen, Anregungen? Dann besten Dank für die Aufmerksamkeit und freue mich auf ein Wiedersehen.